Hallo und herzlich willkommen hier in Suldrak. Uiuiui. Meine Kuh darf auch noch mal was sagen. So, jetzt muss ich erstmal noch ein paar Quests annehmen. Sammeln. Flugpunkt. So, was haben wir jetzt da hinten noch für eine? Wo denn? Da denn? Oh, jetzt können wir ja wieder noch für eine Instanz anmelden. Verteidige die Stellung und Fallschirme für den Agentum-Kreuzzug. Und ich melde mal an für noch nichts, weil ich dich erstmal in eine Gruppe einladen muss. Okay. So, und jetzt melde ich an für was melde ich denn an? Ich melde an für Gundrak. Oh, stimmt, ich kann ja wieder einen Punkt verteilen. Jetzt muss ich mal schauen, was nehme ich denn da nochmal? Fallschirme. Da muss ich mal. Oh, was hat mir denn da der. Du haust so lang mal, ja? Ich kann eh gerade nicht so viel machen. Warte mal, ich hau dir noch, damit es nicht ganz so untätig aussieht, einen Zauber drauf und das da auch noch. So. Okay, der Dudu meines Vertrauens hat mir gesagt. Dass die Nanny einen Halsumfang. Nein, das ist die falsche Seite. Verdammt. Sklavenunterkunft. Da habe ich mein ganzes Style-Gear aufgeschrieben. Yes! Wie weit sind wir? Hier ist es. Fallschirm! Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben, weil ich das ja im Arsenal nachgucken wollte. Verdammt. Naja gut, darauf kommt es jetzt glaube ich nicht unbedingt an, dass ich das hier jetzt unbedingt auf dem Level ja mitskillen sollte. Mann, ich will Gelassenheit viel öfter machen können. Das macht so ein schönes Geräusch. Gelassenheit ist toll. Oh Mann. Voll toll. Nein. Doch. Nein. Doch. Der Priester ist viel cooler. Sag ich doch. Priester ist viel cooler. Der Dudu ist viel cooler vom Aussehen, von den Skills her, als der Priester. Aber beim Priester leuchtet alles nur golden. Du bist voll der Paladin und so. Der Neid lässt dich grün werden. Ja, meine Halsauer sind grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Habe ich das irgendwann schon mal erzählt? Grün und pink. Hast du irgendwas genommen heute? Nein, warum? Keine Ahnung, sag's ja nur. Fallschirm. Ach, schön, dass wenigstens das für uns beide zählt. Mit den Fallschirmen. Das andere hat auch. Das Töten hat auch für beide gezählt. Ja, aber die Drakari-Opfergaben, die müssen wir ja jeder einzeln sammeln. Aber das geht ja zum Glück recht fix hier. Jetzt habe ich gesagt, es geht fix und jetzt droppt nichts. Die können das gar nicht droppen. No! Wer kann denn das dann droppen? Ich hab schon 5 davon. Ja, ich hab 6 davon. Aber wer kann das nochmal droppen? Du. Ich? Du. Ich. Ich glaube, das kann hier alles in der ganzen Gegend droppen. Ja, dann sollten wir erstmal. Wollen wir dann erstmal die anderen Quests abgeben? Ja! Ja! Ding, ding, ding. Gürtel. Die Kette ist nice. Neue Quests. Jetzt musste ich gerade die Muschelkette ablegen. Die habe ich doch aus dem letzten Strandurlaub mitgebracht, aus dem Schlingendorntal. Wie geht's denn so, Mann? Was muss man jetzt machen? Opfergaben muss man noch bringen. Das ist das mit diesen Opferteilen da. Oh, haben wir hier viel. Lauter Fragezeichen und zwei offene Quests. Geh dorthin. Ja, geh dahin, um noch mehr Quests anzunehmen. Genau. Fehlt uns wieder ein Tank? Uns fehlen 2 DDs und ein Tank an einem Sonntagnachmittag? Was ist da los? Tja. Nee.
ich für euch tun? Bleibt auf dem Boden. Lava. Und ja. Wie darf ich Anhänger hin? Erschlagen. Die Viecher machen komische Geräusche. Oder war das dein Auge? Weiß ich nicht, ich hör's ja nicht. Stimmt. Oh, seltsames Modo, die haben ein Questobjekt. Seid gegrüßt. Schönen Tag auch. Zählt das uns beide? Was ich glaube denn? Ja. Mit dem Befehle weitergeben. Ja. Das ist cool. Ich bin geehrt. Braucht ihr etwas? Oh, ich kann es kaum erwarten, mit dem Druiden hier Level 90 zu erreichen. Ich hab so viel zu tun. Farmen und Style-Gefarmen und Berufe leveln und eigentlich nur Farmen. Und die Farmen? Die Farmen bestellen und abfarmen. Ein Schlangenprophet. Den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Prophet von Ceratus. Nicht? Nee. Hast du hier auch gequestet? Ja. Mit meinem Hexenmeister habe ich hier damals gequestet. Und mit noch irgendwas habe ich hier gequestet. Ich weiß aber nicht mehr mit was. Was führt euch hierher? Eigentlich ist es hier ja ein cooles Questgebiet. Das liegt alles relativ dicht beieinander. Naja. Du hast doch gegen jedes Questgebiet was. Ich glaube, das liegt daran, dass du das alles schon durchgemacht hast für den ja, Questverrückten. Wie heißt das nochmal? Lehrensucher? Ja, der Questverrückte. Nein. Nein, nicht Meister. Lehrensucher. Meister der Lehren. Ja, leer war es trotzdem. Wie dein Kopf. Nein. Was führt euch hierher? Fertig. Das ist eigentlich so gemein. Nein, wir müssen auch Ceratus umhauen. Der war ja eben schon tot. Ach so. Level up! Der ist immer noch tot? Hä? Musste man den beschwören? Ich kann Teufelsflamme. Ach, wir mussten nur das. Oh, wir mussten nur den scheiß Altar untersuchen. Aha. Ich hab's richtig gewusst, ja. Ja, du hast es richtig gewusst. Mhm. Gewusst. Wo ist denn Teufelsflamme da? Das ist, glaube ich, dieses grüne Feuerelementar. Nein, ist es nicht. Das ist mein Breath hier. Guck. Ach so. Also. Stimmt, das ist das. Ja, ja. Teufelsflamme ist cool. Das war's hier 331. Schon. 3,31. Oh, die Lederbrust bringt am meisten. Und sieht hässlich aus. Perfekt. Kann ich verkaufen. Gut, dann, ich bin am Stein hängen geblieben. Hier hin. Stimmt, jetzt kam mir doch irgendwas mit diesen. Musste man hier jetzt nicht irgendwelche Zutaten sammeln aus den Regalen? Was jetzt? Kann sein. Die schlammige Marmade. Ich auch. Hä, warum hast du da schon... Nee, hast du nicht. Was müssen wir hier jetzt überhaupt machen? Ich bin hier gerade total... Ja, du musst hier die Zutaten raussuchen. Du musst die ganzen anderen Sachen auch noch finden. Was war denn das noch? Was braucht man denn noch? Getrocknete Fledermausflügel und Bernsteinsamen. Alter, was hier alles in den Schränken steht, so. Nein, das braucht man nicht. Ich habe das in gefühlten Schlamm gefunden.
Oh, ich habe den getrockneten Fledermausflügel. Gekühlter Schlangenschleim. Wo ist der denn? Ah, da. Warum kann ich den nicht mehr looten? Boah, der ist aber auch echt dünn. Ich baue noch den Bernsteinsamen. Wo ist denn der? Ich baue noch den Bernsteinsamen und den Schlangenschleim. Der ist anscheinend nicht hier, der Bernsteinsamen. Ich hab'n. Miss? Wo war der denn? Ein Regal weiter links. Was denn links? Da ist er. Ach ja, hier ist er auch drin. Ghoulsabber. Wo ist denn... Wo ist denn der Schlangenschleim? Der war auch irgendwie im Regal. Ja, schon, aber wo? Ich weiß es nicht. Es sind so viele Dinge im Regal gewesen. Da ist er. Brauchen wir uraltes Ektoplasma. Das erinnert mich an diese eine South Park-Folge. Es war Ektoplasma. Ja, da habe ich auch gerade direkt dran denken müssen. Wobei das, wenn du das damit assoziierst, wäre es dann doch etwas eklig. ja. Und so warteten sie 3 Stunden später immer noch auf den Instanzeninvite. Okay. Sind jetzt 12 Minuten. Oh ja, ich auch. 8 von 10. Wir sind jetzt 12 Minuten in der Warteschlange und uns fehlt noch ein Tank momentan. Boah, hier ist aber irgendjemand uns gerade zuvor gekommen. Hier liegt da alles tot. Hier hinten sind noch jede Menge. Aber jede Menge, hier sind eigentlich auch nur von den Geistern. Ja. Scheiße. Okay, eins habe ich bekommen. Ja. 3. Hier ist einer. Da hinten sind noch welche. Ich dotte die mal kurz zu. Das heißt, ich dotte sie zu. Ich hau denen eigentlich nur mein Mondfeuer drauf. Gucke mal da, und bis wir dann wieder da raus sind, sind die Viecher hier bestimmt respawned. Da hinten ist noch einer, den nehme ich noch schnell mit. Also 10 Drakari-Opfergaben habe ich jetzt und 4 von... Ich bin noch schon fertig mit dem und ich gerade. Echt? Okay, mir fehlt noch eins. Mach mal das dann gleich nach der Instanz, das passt ja trotzdem. Ja. So, hier oben nicht die Quests vergessen anzunehmen. Oh, das wäre sinnvoll. 3 Stück. Auf dann. Danach müsstest du bestimmt hier auch ein Level Up sein. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja erstens noch ausgeruht ein bisschen und zweitens fehlen mir nur noch 30%. Na, das ist ja. Ich dünne schon mal da unten die Schlangen ein bisschen aus. Nein! Ich wollte doch warten. Ich sprengt gleich. Komm.
Ja, durch. Überhaupt nichts passiert. Nee, die sind ziemlich, stehen ziemlich auseinander. Beschiss. Der Zauberstab hier ist auch beschiss. Er hat gar kein auf einen Ast aufgespießtes Auge. Aber so ein Zauberstab gibt es auch irgendwo, der auch wirklich diesen Stil hat. Diesen Style. Der Stinkefinger-Zauberstab ist der coolste. So, wo gab's den denn nochmal? Gab's den in Nax? Nee, den gab's glaube ich in Kaijal oder so. Aber der Magier hat 6k DPS gefahren. Krass! Das ist ein... Eislanze, einfach nur drauf. 76. Ja, der hat das wahrscheinlich Stacks und einfach nur Eislanze. Ich habe vorhin noch versucht, mir die Brust wieder herzustellen, die ich mal auf der Höllenfeuerhalbinsel bekommen hatte. Mir die so gut gefallen hat. Aber ich kann leider erst in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in 8 Tagen kann ich erst wieder die Gegenstandswiederherstellung nutzen. Ich wollte mal das Aussehen von meinem Dudo ein bisschen ändern, dass er nicht ganz so dämlich aussieht. Federig aussieht, so. Obwohl er keine Eule ist. Ich bin ja schon fast ein Vogel, obwohl ich Heiler bin. Alles hier komplett Federn. Ja. Was meinst du, wie doof das erste Mal an meinem Monk aussah? Das habe ich ja auch an meinem Blutelfen-Monk getragen. Das war vielleicht hässlich. An der Kuh geht's ja noch, da ist es ja noch passend, aber... Stimmt, und die Brust wollte ich noch aufwerten, dass ich nicht die Brust, die... Was wollte ich denn aufwerten? Die Schulter, dass ich die bis 85 tragen kann. Da ich ja auf eben meinem Monk so viele Punkte jetzt gesammelt habe, dadurch, dass ich mit dem Inis gelaufen bin. Ach stimmt, diese Steintafel musste man hier sammeln. Ja. Den finde ich auch immer nervig, weil er sich immer diese blöden Tröpfchen aufteilt. Ja, der macht da quasi nichts mehr anderes. Also es ist halt immer so ein... Ja, vor allem sag du mal was, als Dotlock ist es noch viel lustiger. Ja, kenne ich. Als das ja aktuell war, habe ich ja auch Dotlock gespielt. Aber wenigstens tickt... Ah, er tickt trotzdem noch der Körper, okay. Dann ist das sogar ganz cool. Eigentlich müsste ich ja mit dem Druiden hier mal den Stab aus den Feuerlanden farmen, womit ich zu dieser Feuerkatze werde. Ich habe ihn ja runtergetickt, weil er ist ja fast tot gewesen. Hey! Wie oft hast du mir schon was weggenommen? Na warte. Nicht oft genug anscheinend. Doch, eben doch. Jetzt kam gerade der Schlag zurück. Miau. Okay, der scheint den da oben nicht zu machen. Ja, links ging doch. Nein, da war kein Boss. Erzähl keiner Blödsinn. Ach nee, hier hinten ging's links zum wilden Eck. Von dem musste man sich anspucken lassen. Der wilde Eck ist aber im Normalwort gar nicht da. Echt nicht? Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Der ist nur da im HC. Ah. HC Only Boss. Irgendwer hat die gepult. Ich hab die nicht gezogen.
da die Spinne hier die Aggro hat von, denke ich mal, war das der Hunter. Das kann gut sein. Als Hunter verirren sich öfter schon mal Geschosse irgendwo hin, wo sie nicht hin sollen. Da kann ich ein Lied von singen. So. Nein. Da ist jemand schüchtern. Ja, was dagegen? Oh Gott, wir machen jetzt Kohlrabi. Wie? Ich hasse Kohlrabi. Geht ja gar nicht. Wie gesagt, nicht hat's hier. Ja, doch. Boah, hörst du wohl auf da? Das gibt's ja gar nicht. Jetzt höre ich auf, jetzt hab ich alle. Kicken! Ha, wie ich den gekickt habe. Muss mal wieder meinen Imbapier rausholen, der mit den Bratpfannen klappert. Kohlrabi war früher kein angenehmer Erfolg. Der war ein bisschen blöd zu machen. Da brauchtest du wirklich ein entsprechendes Setup, damit das so funktioniert hat, wie es sollte. Ja. Deswegen habe ich den auch erst relativ spät gemacht. Und mir fehlen auch jetzt immer noch die, ich glaube, zwei von den Oculus-Erfolgen fehlen mir noch, von den leeren. Oder hier oben. Der Erfolg ist jetzt allerdings unangenehmer als früher, das mit dem aufgespießt, mit dem lieber am Spieß. Weil du halt ewig lang keinen Schaden machen kannst. Also aufwendiger nicht, halt nur langwieriger, ne? Und, ja. Und weil du halt immer noch eine volle Gruppe brauchst, das ist das Nervige eigentlich. Da fällt mir ein, ich müsste eigentlich mal, ich muss noch in den Süden und noch eine in der Waschir-Ini muss ich noch einen Erfolg machen, damit ich den Steindrachen auch mal hab. Das fehlt mir nämlich auch immer noch. Ja, die kannst du ja fast alle alleine machen. Aber ist schon schade, dass es den das hätte ich also jetzt Proto, nicht gemacht. Dass es den Proto nicht mehr gibt aus, genau aus Nax. Weil jetzt haben wir drei Typen, die andauernd silenzen. Ich mache wieder meine CDs raus. Ich höre, wie das silence. Jetzt sind sie ja platt. Ich habe ein Drakari-Koloss-Fragment vergessen. Oh nein, das in einem Moss, das war beim zweiten. Ach, scheiße. Dauert das lang, bis man da hinläuft? Nö. Bis man da ist? Dann sollte ich das gleich wahrscheinlich noch fix machen. Auf die EP will ich ungern verzichten. Wie viel bringt denn das? Das bringt, 50,2k. Nee, darauf will ich auf keinen Fall verzichten. Boom. Das ist doch sogar direkt, wenn du hier geradeaus zurückläufst. Genau. Genau geradeaus. Aber war der... Ach ja, der zweite Boss. Da haben wir jetzt den Weg dann hingebaut. Das ist natürlich praktisch. Yay, ein Ring mit Hit. Eieiei, und wieder zurück. Hin und her, immer mehr. Ja, so ist der Lauf der Welt. Kennt jemand von euch noch die Hexe und der Zauberer von Disney? Gut, dass du vorhin nicht gesungen hast. Manchmal rutscht es mir halt so raus, auch wenn ich nicht singen kann. 4, 75, 4, 8. Ah, den nehme ich. Später. Ja, nein, verdammte Hacke. Leder 6, 74, 6, 78. Alles jetzt hab klar. Ich's. Da kann man jetzt schon was sagen.
47, wow. Der Ring ist natürlich sehr nett. Und Instanzengruppe verlassen. Ja, Moment, dann lass mich das mal noch eben machen, hier den einen zu sammeln. Jo. Weil das wäre dann schade, wenn wir die Quests hier einfach so verstreichen lassen. Ich gebe schon mal den anderen, das andere Zeug dann ab. Abbrechen meine ich. So, ach, da oben konnte ich auch noch eine abgeben. Gut, dann fliegt da mal noch fix hin, meine kleine Eule. Eine kleine Eulenkuh. Oder ist das ein Falke? Ist es auch nicht. Ein Vogelvieh. Also es kommt eher, naja, was soll das sein? Sieht so ein bisschen aus wie die Eulen hier, die du dir zähmen kannst, weil die auch alle so einen komischen Bart haben. Der hat hier nur zwei Maden und eine Ratte, der gegen den man hier kämpfen kann. Okay. Na schau, wir kommen jetzt am besten dahin. Fabi, komm mal noch gerade wieder zu mir zurück. Wir müssen doch noch einen Screenshot fürs Thumbnail machen. Und ich weiß. Machen wir bei dem Madenmann hier vorne. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Oh, ich bin doch... Wir fliegen doch so langsam. Alles klar. Wir müssen hoch zu der großen Katze. Wollen nicht lieber bei Nax, bei dem Pseudonax-Ramas hier? Nein, die große Katze. Im Ernst? Ja. Das ist voll weit. Ach, gar nicht. Natürlich ist das voll weit. Da oben ist das hier. Hier. Ja, genau, sag ich doch. Voll weit. Okay, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns dann hier schon mal. Beim Fotoshooting müsst ihr ja nicht mehr unbedingt dabei sein. Wenn er nicht mindestens zwei Leute oder einer mindestens schreibt, dass der kommt, dass es das wert war, ja, dann war es das nicht wert. Siehst du, das hast du jetzt davon. Das muss ich mich ja richtig anstrengen. Okay. Bitte schreibt was in die Kommentare, nein, dass es das wert war. Unterstützt mich. Also bis dann. Tschüss.